Hallihallo und guten Tag. Mein drittes Halloween-Projekt für euch. Wie ihr hoffentlich erkennt, ist das eine Mumie. Soll eine Mumie sein. Ich habe festgestellt, das hier ist mein Muster. Ich muss die Augen etwas höher setzen. Das sieht so ein bisschen gedrungen aus. Ich weiß auch nicht. Damit könnt ihr jegliche Art von Schokoriegeln verpacken. Ich unglücklicherweise habe ich diese Schokoriegel gekauft und habe die großzügig verteilt. Meine Mutter hat einen gefuttert, mein Mann hat einen gefuttert, ich habe einen gefuttert. Einen habe ich eingepackt und jetzt habe ich keine mehr. Das heißt, ich muss das hier mal eben kurz auseinanderbauen, damit ich das wieder für euch neu verpacken kann und euch zeigen kann, wie es funktioniert. Mache ich aber gleich. Den lasse ich mal eben kurz hier liegen. Was ihr dafür braucht, ist echt nicht viel. Ihr braucht ein Stempelkissen. Ich habe jetzt Sahara Sand genommen. Ihr braucht insgesamt 5 Streifen. Diese hier habe ich schon vorbereitet. 6 Streifen. 6 Streifen Vanille pur, Farbkarton Vanille pur. Den 6. Ich zeige euch gleich, wie das funktioniert. Hat eine Größe in der Länge 6¼ für diesen Schokoriegel. Das könnt ihr natürlich anpassen, wie immer ihr das wollt. Je nachdem, was ihr verpacken wollt, müsst ihr die Länge natürlich anpassen. Die Breite habe ich gewählt mit 1¼. Das passte ganz gut, weil wenn man das noch abreißt, dann bleibt vernünftig was übrig. Und was ich noch verändert habe, ich habe diesen Spruch, der wieder aus dem Stempelset Hokus Pokus stammt. Das ist nämlich der hier mit den Augen, wobei ich die Augen weggelassen habe und nur den Spruch genommen habe. Den habe ich auch auf ein Stückchen Farbkarton gestempelt, Vanille pur, in der Breite 3¾ und habe mir ein Stückchen abgeschnitten, ungefähr 1¼, und habe das dann abgerissen und nochmal drumherum geinkt. Das klebe ich nachher hier drauf. Ich glaube, das kommt besser. Ich muss mal gucken. Und das war's schon. Und ihr braucht natürlich den Schokoriegel. Ich zeige euch mal eben, also wie gesagt, die habe ich vorbereitet. Hier gibt es eine kleine Besonderheit. Erzähle ich gleich was zu. Wenn ihr euch den Papierstreifen nehmt, dann reißt ihr bei, es sind ja insgesamt, braucht ihr 6 Streifen, bei 5 von den 6 Streifen reißt ihr an einer Seite so ein kleines bisschen was ab. Und zwar, ich mache das von unten nach oben quasi. Ich reiße das nach oben weg. Und das ist nur so ein ganz kleiner Fitzel hier. Und da gehe ich mit dem Fingernagel unter und reiße das so ein bisschen ein. Ich mache das auch Stück für Stück und nicht in eins abreißen, weil dann bekomme ich diesen ja ausgefransten Charakter, sage ich mal. Das mache ich bei 5 von 6 Streifen so. Das geht relativ schnell. So ein kleines Fitzelchen reiße ich hier ab und so sieht das dann aus und das inke ich jetzt. Und damit ich mir das schön einfach mache und jetzt nicht mit einem Schwämmchen und so, nehme ich einfach mein Stempelkissen und ich habe festgestellt, wenn ich jetzt in die Mitte gehen würde, das wirkt nicht ganz so schön. Ich ziehe das hier über den Rand. Ich fange an einer Ecke an und gehe immer über den Rand und dann erwische ich tatsächlich alles, was ich so erwischen will. Das funktioniert ganz fantastisch. Ich zeige euch sofort das Ergebnis. Muss ich noch einmal. So, und so sieht das dann aus, wenn ich da einmal so rüber gehe. Das muss ein bisschen trocknen. Und wie gesagt, 5 von 6 Streifen macht ihr genau das. Und beim 6. Streifen macht ihr das im Prinzip auch, allerdings auf beiden Seiten. Das heißt, der wird auf beiden Seiten abgerissen und auf beiden Seiten geinkt. Da aber nur einen von. So, und dann geht das jetzt auch schon los. Ich nehme das hier jetzt mal eben raus. Und verpacke den einfach neu. So. Und ich fange oben an, den lasse ich mal eben als letztes, ziehe das ein kleines bisschen über den Rand des Schokoriegels, so dass das nicht hier durchlugt. So. Und knicke das da einfach rum, ziehe das ein kleines bisschen stramm.
So. Knick hier einmal so ein bisschen, drück einmal die Kanten an, damit ich das gleich etwas besser machen kann. So. Und jetzt nehme ich mir einfach ein Stückchen Abreißklebeband, setze das hier drauf. Einmal abfummeln. So, und jetzt das Ganze noch einmal. Jetzt ist das quasi schon ein bisschen vorgeknickt. Zusammenkleben. Erste Lage fertig. Ich schiebe das jetzt hier noch so ein kleines bisschen nach oben, damit das hier auch echt übersteht. Weil das ist jetzt quasi meine Basis. Hier fange ich mit an. Jetzt kommt das nächste Stückchen. Das setze ich ganzes Teil da drunter. Knicke das eben einmal kurz vor. So. Mach auch da ein Stückchen Abreißklebeband drauf. Klebe das aber jetzt noch nicht gleich an. Ich habe nämlich festgestellt, das reicht mir nicht, wenn ich das einfach jetzt nur ein bisschen stramm festklebe. Das verrutscht doch arg. Das heißt, bevor ich das jetzt festklebe, mache ich hier vorne einen ganz kleinen Punkt Tombow dran. Oder so einen kleinen, klitzkleinen Strich, hauchdünn. Leg mir das hier wieder rauf, da wo ich es hinhaben möchte. So, halt das hier einen kleinen Moment und jetzt klebe ich das erst. Das ist so ein ganz, ganz kleiner zusätzlicher Schutz, damit das nicht so fürchterlich auseinanderfriemelt. Jetzt kommt schon der nächste. Ich versuche immer die Abstände so ein kleines bisschen unterschiedlich zu machen. Und vielleicht auch so ganz, also man kann es nicht wirklich schräg ziehen, aber vielleicht so ein ganz, ganz kleines bisschen. So. Klebeband. Einen kleinen Strich Tombow hier unten hin. Wirklich ganz hauchdünn. Das soll nur ein kleines bisschen zum Schutz bzw. zum Halt sein. Nicht zum Schutz. Ich versuche das mal so ein kleines bisschen schräg zu machen. So. Nächste Lage. So, und der letzte Streifen kommt halt nach ganz unten. Und weil der hier überlappt und auch unten überlappt, ist halt der von beiden Seiten. Und die anderen nicht, weil die überlappen ja und da sieht man die Unterkante nicht. So. Ups. Auch hier achte ich drauf, dass es unten so ein kleines bisschen übersteht. Ein bisschen andrücken. So. Und den letzten zusammentüdeln. So. Dann haben wir schon mal das. Der Gruß, den würde ich hier so ein bisschen überlappen lassen. Da kommt hinten ein Dimensional drauf. Einer reicht, das Schildchen ist so klein. Oder auch zwei Minis würde auch gehen, kein Problem. Das lasse ich hier so ein bisschen rüberlappen. Sieht echt gut aus. Und jetzt müssen wir noch die Augen bauen. Und zwar habe ich dafür so kleine Reststückchen mir gesucht. Und ich brauche dazu drei Stanzen, die immer kleiner werden. Ich habe meine 1/2-Stanze genommen. Ich habe noch eine 3/8-Stanze. Das ist eine alte Itty-Bitty-Stanze. Und ich habe meine Handstanze in 1/4-Inch genommen. Das passt ganz gut. Ihr müsst mal gucken. Ihr braucht halt Kreise. Der größte Kreis, was immer ihr da habt, da stanzt ihr glutrot aus. Zweimal. Der zweitgrößte Kreis, da stanzt ihr schwarz aus. Zweimal.
Und der kleinste Kreis, beziehungsweise in meinem Fall jetzt die Handstanze, da stanze ich zweimal Vanille pur mit aus. So. Und jetzt klebe ich die einfach übereinander, indem ich auf den roten einen kleinen Punkt in die Mitte setze. Ich mache das andersrum quasi. Ich fange von hinten an. Das heißt, ich klebe das Schwarz auf das Rot und nicht andersrum. Das ist etwas einfacher bei so kleinem Frickelzeug. So. Und jetzt kommt hier in die Mitte noch ein winzig kleiner Punkt. So. Und da kommen die Mini-Kreise drauf. So ein winzig kleiner Punkt reicht total. Und da quetscht dann auch nichts raus. So. 1,5 Inch hat genau die richtige Größe für einen Dimensional. Der passt da nämlich exakt drauf. So. Und jetzt setzen wir die Augen eine Stufe höher als vorhin. Ich glaube, das wirkt dann gleich deutlich besser. Ja. So, und fertig ist die Mumie. Oder die Mumienverpackung. Ich finde das eine total witzige Sache. Es ist ein kleines bisschen aufwendiger, aber wie gesagt, also ich finde, das sieht total süß aus. Und man kann halt jede Art von Schokoriegel verpacken, ob breit, ob schmal, ob länger, völlig egal. Wenn es länger ist, braucht ihr einfach ein paar mehr Streifen oder ihr macht breitere Streifen, geht natürlich auch. Ihr könnt an sich auch unterschiedliche Breiten von Streifen nehmen. Wie ihr das möchtet, probiert es einfach mal aus. Das ist relativ einfach und man hat viele Möglichkeiten. Okay, meine Lieben, meine Maße, die ich verwendet habe für diesen Schokoriegel, die stelle ich euch sehr gerne zur Verfügung auf meiner Homepage, die da lautet www.die-papiertante-nf.de. Dort ist wie immer, findet ihr alles in Zentimeter und auch in Inch. Und ja, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Gruselbasteln mit der Mumie und Ende Oktober dann beim Verschenken. Ich hoffe, die kommen sehr gut an. Und bis zum nächsten Projekt, würde ich sagen. Bis dahin viel Spaß. Ciao, ciao.